Und das heißt, mit normalen Lebensmitteln, selbst mit Superfoods, ist es extrem schwer, bestimmten Nährstoffmängeln überhaupt beizukommen. Und das war auch das, was mich zur Nahrungsergänzung geführt hat. Obwohl ich ja sonst ein sehr, also die Natur eigentlich meine große Inspirationsquelle ist oder die größte Inspirationsquelle überhaupt ist. Aber daraus abgeleitet eben auch, wenn ich keine guten Lebensmittel mehr wirklich bekomme, dann muss ich mir irgendwie anders helfen. Hallo und herzlich willkommen bei Soul Food. Mein Name ist Katharina Minwegen und in diesem Podcast möchte ich euch einladen, euch gemeinsam mit mir auf eine Reise zu begeben. Eine Reise zu uns selbst und unserem eigenen Körper, aber auch zu allem, was uns umgibt, nährt und glücklich macht. Lasst uns gemeinsam die Welt mit all ihren Möglichkeiten entdecken und mit Freude und Abenteuerlust herausfinden, wie wir mit kleinen Veränderungen Großes bewegen können. Für uns, für andere und den wunderschönen Planeten, den wir alle unser Zuhause nennen dürfen. Dazu teile ich einmal die Woche meine Gedanken und Erfahrungen mit euch und interviewe immer wieder wundervolle Menschen, die uns mit ihren Ideen und ihrem Wissen inspirieren und gemeinsam mit uns ein wenig über den eigenen Tellerrand hinausblicken möchten. Denn zusammenreisen ist doch schöner als alleine, oder? Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Soul Food. Heute geht es um das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ich selbst war eigentlich immer der Meinung, dass jemand, der sich gesund ernährt, keine Nahrungsergänzungsmittel braucht. Heute sehe ich das Ganze etwas anders. Jörg gründete nach eigener langer Krankheitsgeschichte im Jahr 2013 Sunday Natural und vertreibt seitdem eine Vielzahl hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel. Vor allem Qualität, Reinheit und Transparenz stehen für ihn an oberster Stelle. Denn Nahrungsergänzungsmittel ist nicht gleich Nahrungsergänzungsmittel. Welche Nahrungsergänzungsmittel Sinn machen, warum wir einen Mangel meistens erst dann erkennen, wenn es eigentlich schon zu spät ist und welchen Einfluss unsere Gene auf die Verwertung von Nährstoffen haben, um all das geht es heute. Und wie immer gibt es auch jetzt wieder ein kleines Zitat passend zum Thema. Heute von Arthur Schopenhauer, einem deutschen Philosophen. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und wenn wir mal genau darüber nachdenken, dann ist das eine sehr, sehr treffende Aussage. Vor allem diejenigen unter euch, die vielleicht schon einmal krank und damit in ihrem Alltag eingeschränkt waren, können dies sicher am besten nachvollziehen. Ich hatte zum Beispiel jahrelang starke Schmerzen in den Füßen. Das hat jetzt sicher nicht direkt etwas mit Ernährung zu tun gehabt, aber als ich mich dann habe operieren lassen, wurde mir erst bewusst, wie sehr mich dieser permanente Schmerz beeinflusst hat. Und gerade in Bezug auf ernährungs- und stressbedingte Erkrankungen haben wir es nun einmal selber in der Hand. Denn wenn wir uns gut um uns und unseren Körper und unsere Seele kümmern, dann können wir auch dauerhaft gesund und vital bleiben. Und bevor es jetzt losgeht, entschuldigt bitte den quietschenden Stuhl, der immer mal wieder Laute von sich gibt. Ich habe mich tatsächlich, nachdem ich Jörg schon gefragt hatte, ob ich die Tür seines Büros schließen darf, nicht getraut, auch noch zu fragen, ob er sich vielleicht auf einen anderen Stuhl setzen könnte. Dazu kam, dass er mir gesagt hatte, dass er ziemliche Rückenschmerzen hat und irgendwie sah dieser Stuhl, auf dem er saß, deutlich bequemer aus als die anderen. Als ich ihm das ein paar Wochen später, als wir über das Interview gesprochen haben, gesagt habe, hat er sofort gesagt, dass er sich natürlich hätte umsetzen können. Und ich erzähle das nur aus dem Grund, weil ich glaube, dass wir viel zu häufig in unseren Gedanken gefangen sind und vielleicht auch Widerständen aus dem Weg gehen. Ich meine, was hätte denn passieren können? Im schlimmsten Fall hätte er einfach Nein gesagt. Deshalb, kleine Lektion am Rande, sagt, was ihr euch wünscht. Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem Interview. Hallo lieber Jörg, schön, dass du dir heute Zeit nimmst für dieses Interview. Es geht heute um Nahrungsergänzungsmittel. Wir haben eigentlich gerade, bevor ich das Mikrofon angemacht habe, schon den gesamten Podcast hätten wir schon haben können. Jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Zum Einstieg würde ich gerne von dir wissen, jemand, der sich so gar nicht mit Nahrungsergänzungsmitteln auskennt,
Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Nahrungsergänzungsmittel, die jeder nehmen sollte, die einfach auf einer täglichen Ebene wichtig für unseren Körper sind? Also das ist natürlich ein schwieriges Thema für mich, weil da eine kurze Antwort zu geben, aber die werde ich dir, die werde ich hier gleich geben. Kurz vorweg, mittlerweile nach jahrelanger Beschäftigung damit, bin ich zur Erkenntnis gelangt, dass wir alle, je nach Lebensumständen, doch häufiger als wir oft denken, Mangelzustände haben bei bestimmten Nährstoffen. Und es ist sehr schwierig vorherzusagen, welcher das genau ist und wie der an den Lebensumständen hängt. Das heißt, da jetzt pauschal Aussagen zu treffen, ist äußerst schwer, weil so viele Faktoren Nährstoffe rauben oder blockieren im Körper oder die Zuführung nicht richtig ist, dass man schwierig was sagen kann. Deswegen, wir reden ja über 50 bis 70 wichtige Nährstoffe, die man im Auge haben sollte. Und das macht das Ganze komplex. In aller Munde auf der anderen Seite ist ganz zuvorderst in den letzten Jahren das Vitamin D. Ja. Und es ist auch ganz klar, auch wissenschaftlich nachzuweisen, warum das so ist. Weil ja, wir fast alle nicht mehr ausreichend an der Sonne uns bewegen. Die wenigen Glücklichen, die das tun, müssen eigentlich sich Sorgen vor der Sonnenstrahlung und Sonnencreme nutzen. Und wenn du die nutzt, dann bildest du wieder kein Vitamin D. Insofern ist das äußerst schwierig. Aber Vitamin D-Zufuhr ist also ganz zuvorderst zu raten, weil auch die ganzen Statistiken darauf hinweisen, dass da die Mangelrate am höchsten ist. Laut aktueller Studien leiden in Deutschland rund 80% der Bevölkerung unter einem Vitamin D-Mangel, was vor allem an unserem modernen Lebensstil liegt. Denn unser Körper kann Vitamin D mit Hilfe von UVB-Strahlung selber produzieren, was ein Alleinstellungsmerkmal von Vitamin D unter den Vitaminen ist. Was erstmal wie ein Vorteil klingt, ist aber für die meisten Menschen ein Nachteil. Vor allem in unseren Breitengraden ist es im Winter per se schon kaum möglich, ausreichend Vitamin D zu produzieren, weil die Sonne zu niedrig steht. Und auch im Sommer ist durch unsere Arbeitszeiten und das häufige Aufhalten in geschlossenen Räumen eine ausreichende Synthese kaum möglich. Deshalb macht es in jedem Fall Sinn, den eigenen Vitamin-D-Spiegel regelmäßig kontrollieren zu lassen, um einen Mangel auszuschließen. Und ich werde in der nächsten Woche dem Thema Vitamin D auch nochmal eine ganz eigene Folge widmen. Und mit dem Vitamin D, das wissen dann schon wieder viele, aber nicht alle, sollte man sehr auf die Vitamin K2-Zufuhr achten, weil sonst besteht die Gefahr, um es verkürzt zu sagen, dass man verkalkt, weil der Vitamin D Calcium quasi in den Körper bringt und das Calcium dann aber nicht in die Knochen kommt, sondern im Blut bleibt, bleiben würde ohne das K2. Und K2 ist eben vorrangig in fermentierten Speisen oder in bestimmten Gemüsen. Und da haben wir nicht genug von. Da ist auch oft ein Mangel. Deswegen ist das K2 auch sehr wichtig. Und jetzt höre ich schon wieder auf, weil normalerweise müsste ich jetzt über die Vitamin D-Homöostase mit Magnesium, Kalzium, Bor noch darauf hinweisen, weil da oft auch ein Mangel besteht und dann die Gefahr besteht, dass die Vitamin D-Homöostase gar nicht eintritt. Aber das führt jetzt zu weit. Da muss man sich dann schon über das Vitamin D und K2 hinaus interessieren. Und jetzt könnte ich eigentlich immer so weitermachen. Wie du siehst, kommen wir dann gleich in diese Kofaktoren und Homöostase-Gruppenebene. Ja, aber ganz kurz, genau, vielleicht kannst du da nur so ansatzweise einmal drauf eingehen, weil wir haben ja gerade schon kurz drüber gesprochen, ja. Weil ich glaube, dass man als Laie erstmal denkt, man greift zu Nahrungsergänzungsmittel, ich habe einen D3-Mangel, wobei wir da auch gleich noch genauer darauf eingehen, was ist überhaupt ein Mangel, ab wann haben wir einen. Aber wir kaufen ein Präparat, wir nehmen Vitamin D3 und wir wissen gar nicht, dass es damit alleine gar nicht getan ist. Richtig. Weil wir eben Kofaktoren brauchen, die überhaupt erst unserem Körper ermöglichen, das Vitamin D3 dann auch aufzunehmen. Richtig? Ja. Ganz genau. Ja. Beziehungsweise die zum Gleichgewicht dann beitragen und keine Nebenwirkungen hervorrufen. Ja. Wenn das Vitamin D ausreichend vorhanden ist und seinen Job macht,
heißt es ja noch lange nicht, dass die nachgefolgerten Prozesse, die das Vitamin D quasi hervorgerufen hat, sauber abgearbeitet werden. Also zum Beispiel das Calcium in die Knochen zu transportieren, als eine Funktion zum Beispiel. Ja. Und dazu bedarf es eben wieder Magnesium, Boa und K2 und andere Stoffe. Ja. Und das ist eigentlich immer der Fall. Ja. Und es ist so schwer zu sehen, wo der Mangel bei uns wirklich liegt. Das heißt, bestimmte Stoffe fehlen und dann hast du ganze Ketten, die hinten dran nicht mehr funktionieren. Und um auf mal ein paar wichtige hinzuweisen, bei Vitamin D haben wir gerade gesprochen, das ist eine wichtige Homöostase-Gruppe, eine sehr wichtige, vor allem deswegen, weil das D eben so häufig fehlt. Dann die B-Vitamine wirken sehr stark zusammen und es gibt eben nicht nur das Zusammenwirken der verschiedenen B-Vitamine, man muss auch darauf hinweisen, Vitamin B-Mangel, also verschiedenen Vitamin Bs, Mangel ist doch mehr verbreitet, als wir denken. Stichpunkt Stress, Stichpunkt ja, bestimmte Krankheiten, bestimmte Virenbelastungen, parasitäre Belastungen. Also B-Mangel ist weiter verbreitet, als wir denken. Und im Übrigen, wenn man denkt, dass man zum Beispiel Vitamin B12 noch so immer ausreichend bekommt, weil derjenige Fleisch noch isst, das stimmt nicht mehr. Denn Vitamin B12 wird ja gebildet durch Bakterien, die in einem gesunden Darm vorhanden sind. Aber welches ja, schrecklich gezogene Schlachtvieh hat denn bitte noch einen gesunden Darm? Und ja. Hat deswegen ausreichend oder gute Mengen Vitamin B12. Ja. Beziehungsweise wer führt das dann zu an B12, damit das Tier das dann auch hat? Also schwieriges Thema, aber ist eben auch ein Problem. Und also die B-Vitamine als Gruppe könnte man als Homöostase-Gruppe bezeichnen. Um noch einmal den Begriff Homöostase-Gruppe zu erklären. Sprechen wir von Homöostase, dann geht es darum, im Körper bestimmte Gleichgewichtszustände herzustellen, damit er optimal funktionieren kann. Eine Homöostase-Gruppe ist also ein komplexes System verschiedener Stoffe, die nur gemeinsam ein Erreichen dieses Gleichgewichts bewirken können. Fehlt jedoch in diesem System einer oder sogar mehrere dieser Stoffe, so gerät das Gleichgewicht ins Wanken und kann zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen und Erkrankungen führen. Da wird auch noch ein anderes Thema deutlich, was sich über viele, viele andere Gruppen auch zieht, das sind die Genmutationen. Es gibt zum Beispiel die MTHFR-Problematik oder Störung. Das ist ein Problem, was ungefähr, sage und schreibe, 10-15% der Bevölkerung betrifft. Die können nämlich aus genetischen Gründen das Folat nicht richtig verwerten. Folat ist, wie wir wissen, ein sehr, sehr wichtiger Nährstoff mit erheblichen Folgen, wenn das nicht richtig verwertet werden kann. Viele kennen das aus dem Thema Fruchtbarkeit und Kinderwunsch, aber es hat ja noch viele andere Funktionen. Und im Übrigen auch, dass Vitamin B12 funktioniert, weil es zusammen abhängt voneinander. Und diese Genmutationen gibt es über 50, 60 verschiedene, soweit ich mich erinnere. Und das führt dazu, dass diese Menschen, die davon betroffen sind, eigentlich davon wissen sollten und dann ganz gezielt Nährstoffe zuführen müssen, weil sie das durch die Nahrung gar nicht mehr schaffen. Ja, aber wer weiß das schon, dass er so eine Genmutation hat? Weil und auch häufig, welche Ärzte wissen das? Ja. Also ich kenne einige Ärzte, die das wissen, oder Heilpraktiker, aber viele eben auch nicht. Ja. Darauf müsste man eingehen, aber die B-Gruppe, dann das Vitamin C ist sicherlich ein ganz wichtiges Vitamin. Es gibt ja viele Bücher über Vitamin C hoch. Also man sagt, früher in der Steinzeit hätte ein typischer Mensch um die 600 Milligramm Vitamin C in der Nahrung gehabt. Das haben wir heute natürlich bei weitem nicht mehr, ja. Aus mehreren Gründen. Also das ist sicherlich eine eigene große Gruppe, zusammen mit den Polyphenolen, die in den Beeren und Früchten etc., also in diesen Vitamin C-reichen Lebensmitteln auch zu finden sind, die dann in Komplexwirkung gehen. Polyphenole sind sekundäre Pflanzenstoffe und sind somit in Obst und Gemüse enthalten. Meist dienen sie den Pflanzen als Schutz vor der Sonne oder Fressfeinden und sorgen häufig auch für Geschmack und Farbe der jeweiligen Pflanze. In unserem Körper haben sie viele gesundheitsfördernde Eigenschaften und wirken unter anderem entzündungshemmend und antioxidativ.
Und jetzt noch eine kleine Zahl zum Thema Vitamin C, damit ihr ein Gefühl bekommt, welche Menge an Obst oder Gemüse notwendig wären, um 600 Milligramm Vitamin C aufzunehmen. Ein halbes Kilo roher Brokkoli wären beispielsweise nötig, um auf diese Menge zu kommen, was wohl eher unrealistisch ist. Und dann behaupte ich auch, dass wir eigentlich viel zu eine geringe Versorgung haben, ja, wenn wir nicht zur Nahrungsergänzung greifen oder wenn wir nicht gerade wirklich extrem viel frische Früchte aus, direkt aus den Ländern essen oder geliefert bekommen, wo die wachsen. Und es gibt dann die Gruppe der Mineralstoffe, Spurenelemente, die ganz starke Wechselwirkungen zeigen, die auch ganz stark teilweise in den Transporterwegen konkurrieren. Mhm. Und bei denen möchte ich eins hervorheben, das für alle Nährstoffe gilt. In der Nahrung findest du nie eine einzelne Form eines Nährstoffes. Das gibt es eigentlich ganz selten oder fast nie. Man findet in der Regel in einer Pflanze oder im Fleisch oder wo auch immer, im Käse findest du, nehmen wir mal das Thema Zink oder Selen, sagen wir mal 20 verschiedene Selenformen. Ja. Und das ist weitgehend ununtersucht. Aber unsere Erfahrungen deuten darauf hin, auch aus wissenschaftlichen Zellstudien, die wir machen, dass diese Formen ihre jeweilige Berechtigung haben. Nicht nur, dass sie bewirken, dass dieser Nährstoff auf verschiedenen Transporterwegen besser in den Körper findet, auch die Wirkung scheint auf verschiedene Organe oder Bereiche einen Unterschied zu machen. Und die Kombination ist, je nachdem, was der Körper gerade braucht, eben besser als eine Einzelform, als gar eine synthetische, hochdosierte Einzelform. Ja, und das heißt, in Nahrungsergänzungsmitteln finden wir aber in der Regel eine Einzelform. Das ist so das Vorherrschende am Markt, Synthetika also und hochdosiert, und eine Form, die sich in der Praxis als besonders stabil oder einfach zu verarbeiten oder besonders günstig herzustellen erwiesen hat. Und wir würden immer darauf hinweisen, dass man auf eine Formenvielfalt schauen sollte, also eine Art Kopie der Natur hinarbeiten sollte. Sowohl was die Formenvielfalt angeht, auch was die Komplexwirkung mit synergistischen Stoffen im Verbund einer Pflanze. Ja. Mit Komplexwirkung ist hier gemeint, dass die Nährstoffe, die wir in der Natur finden, immer zusammenwirken. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Frucht, die besonders viel Vitamin C enthält, essen, dann nehmen wir ja nicht ausschließlich Vitamin C in isolierter Form zu uns, sondern auch noch eine große Vielzahl anderer Stoffe. Je mehr sich also ein Nahrungsergänzungsmittel an der Natur orientiert, desto besser kann es vom Körper aufgenommen werden. Da gibt es natürlich jetzt noch viel zu sagen zum Thema Mineralstoffspurenelemente. Da gibt es ja auch ganze Medizinwelten darum. Kennen wir von den Schüsslersalzen und den anderen. Aber das mal so ein bisschen herausgegriffen. Dann die Welt der Aminosäuren und Proteine. Wir kennen, wie umstritten das Thema Proteine eigentlich ist aus der fleischlichen versus vegetarischen, veganen Ernährung. Dass daraus viele Krankheiten entstehen, wenn zu viel Protein gegessen wird. Das ist ja mittlerweile recht gut bekannt. Wir wissen, dass die Gladiatoren im alten Rom Vegetarier waren, wenn nicht gar Veganer, und damit bessere Leistungen hatten, also aus gutem Grund. Und die Bausteine der Proteine, also die Aminosäuren, dieser Stoffwechsel im Körper ist ja auch enorm und enorm wichtig. Und wir haben in vielen unserer Lebensmitteln bestimmte Aminosäuren nicht, die zwar vielleicht nicht essentiell sind, aber die sehr wichtige Funktionen ausüben und wo festzustellen ist, dass in bestimmten Alter oder bestimmten Lebensumständen oder bestimmten Stress bestimmte Aminosäuren nicht mehr selbst gebildet werden. Mhm. Zum Beispiel GABA, ganz wichtiger, der wichtigste inhibitorische Neurotransmitter, ganz wichtig für Stimmung, für Ausgeglichenheit, Altersdepressionen, solche Themen, GABA. Nicht so viele Lebensmittel, die GABA haben. Wenn man nicht mehr richtig bildet, auf die Zufuhr achten müsste, woher kriege ich das her und wenn aus welcher Quelle und so. Das sind so Themen, L-Tryptophan, solche Aminosäuren und das Zusammenspiel derselbigen. Und wenn ich die dann einfach nur in den Körper schmeiße, ist auch nicht gut, dann bildet sich Stoffwechselreste, die den Körper belasten.
Ammoniak und ähnliches. Und das ist dann wieder so eine Homöostase-Gruppe, ja, mit der man auch viel erreichen kann. Ja. Ja, also man sieht schon, das ist ein extrem komplexes Thema und eben vor allem, ich meine, ihr beschäftigt euch ja seit Jahren mit diesem Thema. Ja. Jetzt fand ich noch total interessant, das, was du eben schon angesprochen hattest, das Thema, wir sind in einem Mangel, beziehungsweise das ist ja häufig der Grund, man fühlt sich gerade jetzt in Bezug auf Vitamin D, man fühlt sich müde, man fühlt sich abgeschlagen, man geht zum Arzt, man lässt das Blut untersuchen und der Arzt sagt, ja, Sie haben einen Mangel. Jetzt hast du eben schon gesagt, dass wir in dem Augenblick, in dem der Arzt im Blut einen Mangel feststellt, eigentlich schon viel zu weit fortgeschritten sind in dem Mangel, dass wir eigentlich schon viel, viel früher gegensteuern müssten. Ja. Was ist die Gefahr? Also A, warum liegen die Werte da, wo sie liegen? Also ich weiß nicht, ob du da eine Antwort drauf hast, aber wieso greifen wir erst zu spät ein? Und was ist die Gefahr, wenn wir erst zu spät eingreifen? Mhm. Was passiert in unserem Körper, wenn wir eben nicht rechtzeitig gegensteuern? Ja, also die Problematik ist ja die, dass um solche Werte im Körper zu bestimmen, brauche ich erstmal eine Testtechnik. Mhm. Der Labortest im Vollblut oder im Serum oder über Stuhl, indirekte oder Urin, indirekte Marker. Das heißt, die sind unterschiedlich teuer, das heißt, ich kann mir nicht immer jeden Test leisten. Und das wird dann gerne auf standardisierte Tests, einfache Tests zurückgegriffen. Würde man so den wirklichen State of the Art und Umschlag im Körper mal machen, mit den allerbesten Tests für 20, 30 der wichtigsten Nährstoffe, nur und nicht, was ich machen würde gerne, 50, 70 Stoffe, also nur dann zahlst du schon mindestens 3.000, 4.000 Euro an Laborkosten. Wahnsinn. Und das kann sich ja kaum jemand leisten. Und wenn man das jetzt auch noch wiederholen soll, wird man ja arm. Das heißt, und jetzt hätte ich eigentlich nur die besten Tests gemacht für wichtige Stoffe. Und selbst die sind in der Aussagekraft eingeschränkt. Da gibt es ein paar gute und da gibt es zwar weniger gute. Also mal ein Beispiel, ein Magnesiumspiegel zu testen im Blut ist sehr eingeschränkt aussagekräftig, weil das meiste Magnesium eben intrazellulär vorliegt. Ein Beispiel von vielen. Labortests sind komplex und schwierig und ich würde schon sagen, das ist ein echtes Problem heutzutage. Das ist die eine Dimension, die andere ist, wie werden eigentlich diese Grenzwerte oder diese Bandbreiten bestimmt eines gesunden Menschen? Also wie soll denn der Eisenspiegel in der Regel sein? Oder Selen oder ähnliches? Und gilt das für alle Menschen eigentlich gleich? Um das vorwegzunehmen, natürlich eigentlich nicht. Je nach Lebensumstand, je nach Krankheit, je nach Gesundheit, ja, je nach Ernährung ist doch ein, also sagt mir auch die Wissenschaft, ist ja klar, das ist ja nur, also das ist ja nicht umstritten, dass wir das hier individuell einstellen müssten, aber es eigentlich nicht können. Mhm. Und das andere ist, wer finanziert denn solche Studien? Also es gibt ja nicht eine Industrie, die ein großes Interesse hat, jetzt genau rauszufinden, wie der beste Selenwert denn eigentlich sein sollte. Und wenn ja, welche Selenformen. Mhm. Weil das wäre wieder für die Industrie interessant, die großen Pharmahersteller oder andere chemische Hersteller, wenn man das patentieren könnte und wenn man das irgendwie ja, vermarkten könnte. Ist auch verständlich. Also ist ja, also wer finanziert sich halt nicht? Mhm. Und da gibt es dann auch nicht wirklich gute und viele Untersuchungen. Weil eigentlich müsste die Untersuchung dann lauten, unter welchen Umständen ist jemand gesund und was ist Gesundheit? Also wann funktioniert der Körper komplett in Homöostase und am besten hat noch nicht bestimmte Funktionen eingeschränkt wegen Nährstoffmangel? Und da sind wir nach dem Herrn Brubacher, der da das in Phasen eingeteilt hat, in 6 Phasen, schon 3 Phasen, bevor der Laborwert einen klinischen Mangel feststellt, das Labor einen klinischen Mangel feststellt, schon in 3 Phasen vorher im Mangelzustand. Und der Körper, laut Brubacher, und dann würde ich mich anschließen, schränkt quasi bestimmte Enzymfunktionen, bestimmte Stoffwechselfunktionen an manchen Stellen des Körpers ein, weil er nicht mehr genügend von bestimmten Nährstoffen zur Verfügung hat. Und
benutzt die hauptsächlich, und da sind wir dann beim Triage-Effekt, für die kurzfristig lebenserhaltenden Funktionen und schränkt die längerfristigen Funktionen eben ein. Die Triage-Theorie besagt, dass bei einem Nährstoffmangel die wenigen verfügbaren Ressourcen zuerst nur für solche Körperfunktionen eingesetzt werden, die direkt das kurzfristige Überleben sichern, wie zum Beispiel die ATP-Synthese. Bei ATP handelt es sich um den wichtigsten Energiespeicher im Körper und ist somit von großer Bedeutung. Allerdings auf Kosten von sämtlichen Funktionen, die einen eher langfristigen Nutzen haben. Deshalb funktioniert der Körper erst einmal weiter. Dabei entstehen jedoch über kurz oder lang schwere chronische Krankheiten und darüber hinaus kommt es zu vorzeitigen Alterungsprozessen. Und so kommt es dann immer zu einem noch stärkeren Mangel, den wir erst gar nicht bemerken, und dann treten erst so diffuse einzelne Symptome auf und irgendwann sind die dann eben deutlich klinischer. Und dann kann ich sie auch im Blut oder wo auch immer stärker feststellen. Das heißt, wir haben eine super komplexe Gemengelage aus keinen so guten Daten zur Gesundheit, zur überhaupt Messbarkeit, weit bevor der klinische Mangel eigentlich wirklich vorhanden ist, bis hin zu überhaupt Informationen, welche Formen von Nährstoffen und in welcher Kombination jetzt gut wären. Hm. Und ja, das führt zu dieser Schwierigkeit plus dem Umstand, dass es extrem teuer ist, überhaupt was im Labor nachzuweisen. Und die Problematik liegt aber im Endeffekt darin, dass dadurch, dass wir erst so spät reagieren, eben auch Schäden entstehen können, die nicht mehr, die irreversibel sind, die nicht mehr rückgängig gemacht werden. Teilweise bis irreversibel, genau. Ja. Also vieles könnte umgedreht werden in vielen Phasen und irgendwann gibt es halt irreversible Schäden. Ja. Ja. Dann sind natürlich aber auch starke Symptome vorhanden. Ja. Weil ich muss dazu sagen, die gute Nachricht umgekehrt ist, dass gute Nährstoffe in Summe ja auch nicht teuer sein müssen. Das heißt, wenn es gelänge, die wichtigsten 50, 70 Nährstoffe zu kombinieren und über den Tag verteilt klug einzunehmen. Und sozusagen, manche brauche ich vielleicht gar nicht oder nicht in der Menge, dann werden die halt ausgeschieden. Und manche brauche ich eben gerade zufällig in dieser Phase und dann habe ich sie eben. Das wäre natürlich das Ideale, dann müssen die aber natürlich harmonisch sein, sie müssen rein sein, sie müssen bioaktiv sein und sie müssen gut zusammenwirken. Ja. Und sie müssen quasi verstoffwechselt werden können, ja, bioverfügbar sein. Das wäre das Ideale und das wäre eigentlich so das Ziel, was ich jedem raten könnte, dass er quasi oder sie Sorge trägt, lieber etwas mehr vorzuhalten als weniger. Natürlich nicht zu viel, aber in jedem Fall deutlich mehr als manche Media-Veröffentlichungen uns eigentlich glauben schenken würden. Ja, das ist, glaube ich, das Schwierige, wenn man sich eben nicht auskennt und nicht im Thema drin ist. Wem schenke ich Glauben? Mhm. Und was ist richtig und was ist falsch für mich, für meine individuelle Situation? Und das hattest du ja auch schon vorab gesagt, dass ganz oft, auch wenn ich jetzt zum Arzt gehe, ein Problem darin liegt, dass dennoch die Nahrungsergänzungsmittel, die wir dann nehmen, trotzdem noch viel zu gering dosiert sind und quasi so gar nicht helfen, uns aus diesem Mangel rauszuholen. Ja. Richtig? Also das beobachtet man eigentlich sehr stark, wenn man zu führenden Ärzten geht, die sich daran wirklich auskennen, die gehen damit ganz anders um. Und da habe ich auch einen Großteil meines Wissens her, aus der Erfahrung, die dann in Einzelfällen natürlich eigentlich ganz anders dosieren als das, also therapeutische Dosierung, um etwas auszugleichen und wirklich was zu bewirken. Die sagen, die lächeln dann über manche Dosierungen, die man eigentlich so fahren darf. Ja. Das Zweite ist, dass ich aber auch sagen muss, dass in der Öffentlichkeit oder in manchen Teilen der Bevölkerung so aus Selbsthilfeantrieb manche Leute rumexperimentieren und dann sich tatsächlich zu hoch dosieren bei manchen Sachen, und zwar mit Monopräparaten, mit Monoformen. Das ist dann auch ganz schwierig. Also zum Beispiel einfach jetzt hochdosiert Selen einnehmen, dann vielleicht auch noch eine synthetische Form oder eine Form, die mich wirklich vergiften kann. Davon halte ich dann auch nicht so viel. Ja, weil das ja dann auch oft über einen längeren Zeitraum genau passiert. Und Mono das und damit wieder andere Mineralstoffe oder Spurenelemente verdrängt, ja, und dann zum Ungleichgewicht führen kann. Ja. Und da wäre es halt gut zu wissen, was man tut und in welcher Kombi man vorgehen soll, in welcher Form man hantieren soll. Ja. Aber, also die gute Nachricht wieder aus meiner Sicht, es gibt eben doch recht viele Studien,
Also wir lesen ja hier mit verschiedenen Leuten in der Redaktion systematisch und es ist erstaunlich, wie viel eigentlich schon an Studien existiert. Man muss das nur systematisch zusammentragen. Mhm. Und welcher Arzt hat dafür eigentlich Zeit? Fast niemand, ja, also wenige. Wenn man eine gut laufende Praxis hat, wer kann dann noch abends 5 Stunden Studien lesen? Das geht nicht, das leisten wir uns halt. Und deswegen sind wir auch im Austausch mit diesen Leuten häufig. Und die Wissenschaft ist auch häufig viel, viel weiter als die Praxis oder die Behörden. Vitamin D ist das beste Beispiel. Also 1000 Einheiten am Tag, IE am Tag sind erlaubt. Das dürfen wir auch nur auf unseren Präparaten geben. Alles komplett überholt, wissenschaftlich völlig veraltet. Natürlich muss man es individuell einstellen. Ich würde auch jedem raten, das mit Bluttest zu machen, 2 Werte anzuschauen dabei. Aber also nicht nur die Speicherform Vitamin D, auch die aktive zu betrachten, den Vitamin D-Status. Und wenn man das gut macht und den wissenschaftlichen Studien eher Glauben schenkt, dann viele Ärzte wissen das schon, aber einige nicht und die Behörden verweigern sich da noch. Und das halte ich für ein echtes Problem. Ja. Und das sehen wir doch recht häufig. Und zum Thema Medien nochmal, ich mache mal ein gutes Beispiel. In den Medien steht fast immer davor gewarnt, Kalzium, nehmt bloß kein Kalzium, wir haben viel zu viel Kalzium in unserer Nahrung, die Leute haben jetzt schon zu viel Kalzium, aber bei ganz vielen chronischen Krankheiten sagen mir die behandelnden Ärzte, die ich kenne, fehlt ganz oft Kalzium. Und das in der Vitamin D-Homöostase und Knochenhomöostase eben auch sehr, sehr wichtig. Ich sage jetzt nicht, dass immer zu Kalzium gegriffen werden muss, aber es ist erstaunlich, wie unisono viele führende Therapeuten mir berichten, dass eigentlich, und das darf ich nochmal grundsätzlich sagen, bei den, ich habe jetzt 3 sehr enge Kooperationspartner mit sehr großen Arzt- oder Heilpraktikerpraxen und die sagen, es gibt keinen einzigen Patient ohne schweren Nährstoffmangel. Also es ist ein Riesenproblem. Ja. Ein Riesenproblem, ja. Ja. Und es gibt keine Krankheit ohne Nährstoffmangel. Ja, das ist einfach so. Oder es gibt auch kein gesundheitliches Problem ohne Nährstoffmangel. Ja. Also man kann immer etwas über Nährstoffe tun. Und das fällt mit der, jetzt sagt man, naja gut, die Nahrung ist doch eigentlich, sollte natürlich sein. Und die natürliche Form ist immer die beste. Aber wenn man die Statistiken anschaut zum Nährstoffgehalt der Lebensmittel, oder wenn man seinen eigenen Geschmack mal traut, wie sich so eine Tomate die letzten 50 Jahre entwickelt hat, einen Geschmack, dann... So alt bin ich noch nicht, ja. Aber ich weiß trotzdem, dass die früher anders geschmeckt haben. Ja. Oder wenn man dann, ich hatte jahrelang einen eigenen Garten. Es gibt ja so ein paar Untersuchungen, die sagen, dass in relativ kurzer Zeit die Nährstoffe um 60% zurückgingen in den Lebensmitteln, so über den Daumen. Ja, das ist schon verrückt. Auch die Böden, auf denen unsere Lebensmittel wachsen, sind unglaublich wichtig, wenn es um den Nährstoffgehalt unserer Lebensmittel geht. Und da unsere Böden immer weiter verarmen aufgrund von Monokulturen und dem Einsatz chemischer Dünger, nimmt natürlich dementsprechend auch der Nährstoffgehalt ab. Dazu kommen oft lange Transportwege und wochenlange Lagerungen der Produkte. Hier lohnt es sich deshalb, auf Bioqualität zu achten oder zumindest aber regionale und saisonale Produkte zu kaufen. Und das heißt, mit normalen Lebensmitteln, selbst mit Superfoods, ist es extrem schwer, bestimmten Nährstoffmängeln überhaupt beizukommen. Und das war auch das, was mich zur Nahrungsergänzung geführt hat. Obwohl ich ja sonst die Natur eigentlich meine große Inspirationsquelle ist oder die größte Inspirationsquelle überhaupt ist. Aber daraus abgeleitet eben auch, wenn ich keine guten Lebensmittel mehr wirklich bekomme, dann muss ich mir irgendwie anders helfen. Jetzt würde mich noch, weil das ist ja auch ein Thema, das so ganz groß Thema ist in den Medien, irgendwie spricht gefühlt jeder drüber, ist das Thema Detox. Mhm. Was bedeutet Detox? Also für mich hat der letztendlich 3 wesentliche Aspekte. Nämlich der erste ist ja, dass wir Noxen und Toxen, also Toxine eigentlich über die Umwelt aufnehmen, also Nahrung oder Umweltgifte, bewusst oder unbewusst, über die Luft oder über das Wasser. Wir können sogar Schwermetalle über die Dusche mit aufnehmen. Da fährt man nach Mexiko, hat auf einmal einen viel zu hohen Aluminiumwert im Blut oder isst einen Fisch im Urlaub. Die ganzen Therapeuten berichten mir immer nach den Sommerferien,
ganz große Schwermetallausleitungen, weil die Leute dann Fisch gegessen haben im Urlaub und diese Dinge. Das heißt, also was führen wir eigentlich von außen zu und kaum einer kann sich noch retten. Ich kann das übrigens auch berichten. Wir arbeiten ja mit fast über 150 Teefarmen, einzelnen Teefarmen zusammen. Und das Thema ist ein riesiges Thema, wie Pflanzenschutzmittel über die Luftverwehung dann auf ein Biofeld, der seit 30, 40 Jahren Bio macht, übertragen werden. Hier in Deutschland ist es ein riesiges Problem, weil wir so eng zersiedelt sind. In Japan zum Beispiel oder in China ist es teilweise leichter, wenn da in den Bergen remotely irgendein Teefeld liegt, dann ist es schwieriger, das zu verseuchen. Aber es gibt da auch das Problem. Da erkenne ich das sehr gut, weil wir jeden Tee im Labor testen und weiß, wie schwierig das überhaupt ist, noch Produkte ohne Pflanzenschutzmittel zu kennen. Das heißt, selbst unsere Bioprodukte im Biosupermarkt sind relativ stark belastet, immer wieder belastet mit Pflanzenschutzmitteln, mit vielen. Und das ist schon ein richtiges Problem. Und da gibt es noch viele, viele, viele andere Themen. Radioaktivität, ja, Tschernobyl, Fukushima, werden die Amerikaner eher darunter leiden, der Winter in die Richtung weht, weniger die Japaner im Süden. Und so weiter und so weiter. Plastik, Nanopartikel, wir können uns ja gar nicht rennen. Das ist das eine. Das heißt, was ist Detoxing? Ich hätte eigentlich beginnen müssen zu sagen, es ist der natürliche Prozess des Körpers in verschiedenen Entgiftungsphasen, Phase 1, 2, 3, die Toxine entweder zu deaktivieren, umzubauen oder aus dem Körper auszuscheiden. Und wenn er das nicht gut schafft, dann wird er sie in Depots im Körper speichern, ja, und versuchen loszuwerden und dann zuletzt wird er dann auch ins Gehirn irgendwas deponieren und versucht das nur zu verhindern. Am Anfang nur im Fettgewebe, im Muskulaturgewebe etc., da wo es am wenigsten wehtut, zu lassen. Also Detox wäre der natürliche Prozess, die Gifte, die im Körper entstehen, vorhanden sind und die von außen aufgenommen werden, wieder loszuwerden. Dafür brauche ich aber einen bestimmten Zustand. Ich brauche bestimmte Nährstoffe. Mhm. Und deswegen sind wir im zweiten Teil. Was brauche ich eigentlich zum Detoxen? Ohne dass ich eine Detox-Kur mache. Also das wäre das Thema bestimmte Nährstoffe. Und die hängen ganz stark davon ab, wie viel Toxine ich überhaupt habe. Also wenn ich viel Schwermetalle aufnehme, dann blockieren die zum Beispiel extrem bestimmte Aufnahme von Spurenelementen und Mineralstoffen, weil die mit denen konkurrieren, an den Rezeptoren. Das heißt, ich kann einen Selenmangel, einen Zinkmangel etc. haben und ich kann relativ viele enzymatische Prozesse im Körper nicht mehr sauber ablaufen lassen, wenn ich mit bestimmten Toxinen in Berührung komme. Und das kann zur Anreicherung von Toxinen im Körper führen und mit einer entsprechenden Folge, die uns allen mittlerweile bewusst ist, was da alles passieren kann. Und das ist ein Teufelskreislauf, weil ich immer weniger Nährstoffe an bestimmten Stellen bekomme und natürlich dann die Folgen immer krasser sind und dann nach dem Herrn Bobacher irgendwann in irreversible Folgen wandere. Das ist die eine, und es gibt viele Nährstoffe, die wir brauchen zum Detoxen. Und dann kommen wir in eine andere Ebene. Es gibt auch ganz gezielt Infektionen oder Erreger, die so ins Immunsystem eingreifen, dass sie bestimmte Nährstoffaufnahmen verhindern. Also die haben irgendwann im Laufe der Entwicklung gelernt, wie sie das Immunsystem schwächen gezielt. Und da gibt es das Epstein-Barr-Virus, was zum Beispiel gezielt mit dem Glutathion-Stoffwechsel kollidiert. Und ohne Glutathion keine gescheite Entgiftung mehr im Körper, wenn das nicht mehr ausreichend gebildet wird oder vorhanden ist. So als Beispiel. Oder Vitamin D-Rezeptoren, die mit bestimmten Viren konkurrieren. Dann ist zwar viel Vitamin D im Blut, aber das kommt nicht richtig an den Ort, wo es hin soll. Und so weiter. Das ist ein ziemlich häufiges Thema. Bei den B-Vitaminen und Parasiten gibt es solche Themen. Und dann können Entgiftungsprozesse nicht mehr richtig stattfinden. Das wird auch gezielt gemacht und dann kommt eins zum anderen. Da kommt diese Multibelastung. Infektionen, Toxine und andere Themen. Ja. Und wie können wir jetzt zum Beispiel mit Nahrungsergänzungsmitteln oder mit Tees diesen Entgiftungsprozess unterstützen? Ja, vielleicht noch eins vorneweg, eine vierte ganz wichtige Ebene und dann kann ich auch die Antwort darauf geben, deine Frage, das ist nämlich noch der Darm.
Mit die schlimmsten Gifte, die entstehen, sind die, die bei einer Fehlbesiedlung im Darm als Stoffwechselreste der Darmbakterien entstehen. Also die Enterotoxine, bestimmte Säuren, die uns stärker belasten als vieles andere, was von außen kommt. Mit anderen Worten, wenn ich eine starke Fehlbesiedlung habe, kann ich unter dort entstehenden Giften so extrem leiden, dass es eigentlich mit die stärkste Giftbelastung im Körper ist. Und jetzt haben wir also diese drei, vier verschiedenen Ebenen und im Übrigen gehen dann in Mitleidenschaft die vielleicht sogar die sekretorische Leistungen der Drüsen, also Bauchspeichel, Lebergalle. Dann könnte es sein, dass die natürlich die Verdauungsstärke nachlässt, dann kommen die Verdauungsreste wieder in den Darm, dann werden die nicht richtig quasi abgebaut, dann kriege ich eine größere Fehlbesiedlung, Teufelskreislauf. Ja. Und dann gibt es sehr komplexe Zusammenhänge. Aber wie kommt es zu einer solchen Fehlbesiedelung des Darms? Unser Darm ist besiedelt von Abermillionen von Bakterien. Zusammengenommen bezeichnen wir diese als das Mikrobiom. Jeder Mensch hat ein ganz individuelles Mikrobiom, was sich quasi mit einem Fingerabdruck vergleichen lässt. Welche Bakterien in unserem Darm leben, hängt vor allem davon ab, was wir essen. Insbesondere unsere westliche Ernährung, die reich an raffiniertem Zucker und Mehl ist und viele gesättigte Fette enthält, schädigt unser Mikrobiom auf Dauer. Aber auch Alkohol und Nikotin sowie Stress und Antibiotika können das Gleichgewicht der Darmflora nachhaltig stören. Mit anderen Worten, ich müsste bei einer echten Entgiftung schauen, in welchem Zustand bin ich eigentlich. Hm. Bin ich jetzt jemand, der schon Reizdarm hat und der überhaupt nichts mehr verträgt, der eine total schlechte Darmflora hat? Habe ich ganz stark Gifte über die Jahre akkumuliert und die nie richtig mehr? Ist meine Leber in eine Schockstarre gegangen, ist nicht mehr richtig aktiv, eingeschränkt? Habe ich auch noch Glutathion? Und. Ich müsste den Zustand analysieren. Also den Ratschlag zur Entgiftung für einen Menschen in einem schweren chronischen Krankheit oder einer Darmkrankheit oder Leberkrankheit etc. ist ein völlig anderer als der für den gesunden, sich gut ernährenden jungen Menschen, der sagt, wie kann ich mir diese Gifte eigentlich permanent auf dem Leib halten und irgendwie dafür Sorge tragen, dass mein Körper besser entgiftet. Und eigentlich müsste ich nur an diese vier Ebenen denken. Ich müsste an die Darmflora denken permanent. Wie halte ich meine Darmflora? Mit welchen, und du weißt, es ist extrem komplex. Was kann ich dafür tun? Das sind ja nicht nur Probiotika, Präbiotika, Ballaststoffe, Stress, nicht so schnell essen, keine industriell verarbeiteten Produkte essen, mehr natürliche, reine Sachen essen, keine so scharfen Sachen essen, die Darmflora vielleicht angreifen. Das sind alles Themen, um die Homöostase im Darm irgendwie aufrechtzuerhalten. Regelmäßig schlafen. Es gibt Untersuchungen im Weizmann-Institut, wie schädlich die Langstreckenflüge sind. Wir hatten vorhin kurz über Kaffee gesprochen. Ich glaube, auch einige Themen drin. Viele wissenschaftliche Studien, die sehr, sehr stark für Kaffee eigentlich sprechen in Zeit. Aber auf der anderen Seite gibt es meiner Beobachtung schon einige sehr große Nachteile, auch im Hinblick auf Darmflora zum Beispiel. Ja. So, also die Darmebene, da würde ich sagen, einfach diese Bücher lesen darüber und sich regelmäßig was Gutes tun, damit der Darm gesund bleibt. Sicherlich eine der Zentren, oder das Zentrum der Gesundheit. Dann bestimmte Nährstoffe, also wenn ich schon ein bisschen weiter fortgeschritten bin, dann müsste man sehr, sehr darauf achten, bestimmte Spurenelemente, bestimmte B-Vitamine, Mineralstoffe, bestimmte schwefelhaltige Aminosäuren, aus denen dann wieder Glutathion gebildet wird, etc., die zuzuführen. Vielleicht brauche ich aber, weil ich schon Schleimhaut geschädigt bin, bestimmte schleimhautfördernde Stoffe, vom Glutamin bis zu anderen Themen. Vielleicht müsste ich erstmal den Darm entlasten. Das heißt, Ausleitungskuren, also Mobilisierungskuren über Zeolit, Flohsamenschalenpulver und Ähnliches machen. Das sind echte Kuren. Und vielleicht müsste ich sogar erstmal die pathogene Besiedlung eindämmen mit bestimmten Stoffen, Pflanzenstoffen. Das kann ich aber wieder nur tun, wenn ich es wirklich aushalte, wenn ich quasi stark genug bin dafür, wenn ich nicht zu sensibel bin oder zu sensibel geworden bin. Stichwort Reizdarm, Stichwort Leaky Gut. Und für jede Krankheitsstufe, Gesundheitsstufe müsste man das individuell betrachten. Ja,
Sehr spannendes Thema, aber auch eben wieder ein sehr, zeigt eben, dass es doch am Ende des Tages, und ich glaube, das macht das Thema eben so komplex, dass man es eben nicht pauschalisieren kann. Nein, ich würde auch sagen, Detox gehört bei einer Krankheit in berufene Hände. Ja. Jemand, der mit Erfahrung hat, weil wenn du die Gifte mobilisierst zu früh, ohne dass du wirklich ausleiten kannst, ohne dass die Entgiftungsphase 2 und 3 danach gut laufen, ohne dass der Darm überhaupt damit umgehen kann, die Leber damit umgehen kann, die Nieren, dann richtet man mehr Schaden an, als man eigentlich quasi ausräumen möchte. Ja, aber bei jemandem, also ich denke, ich stelle mir jetzt vor, ich ernähre mich ja sehr gesund, ich achte auf mich, ich bin aber natürlich auch, ich lebe in einer Großstadt, ich lebe in Berlin, ich bin diesen Umweltgiften, ich muss ja atmen, ich kann ja nicht aufhören. Ja. Was könnte ich machen, um diese Prozesse zu unterstützen? Ja, richtig. Also das ist, ich würde sagen, als erstes vielleicht einmal im Jahr eine Kur. Und das eher im Frühjahr, so nach den Jahreszeiten. Der Frühjahrsputz, das passt zum Körper, da sind wir bereit, der Körper ist eher bereit, loszulassen. Ja. Das ist vielleicht im Frühjahr, vielleicht in der Fastenzeit oder in der, die gibt es ja nicht ohne Grund. In der Zeit könnte man was tun. 3-4 Wochen eine Kur. Die könnte speziell für den Darm, kombiniert mit bestimmten Nährstoffen, die man vielleicht mal ein bisschen höher zuführt und ganz bestimmte Lebensmittel zu sich nimmt, die quasi zu einer Entschlackung, zu einer Kur. Das zweite ist, in aller Munde intermittierendes Fasten, also dafür Sorge tragen, dass man nicht immer einen vollen Bauch hat und da mal so richtig Raum verschaffen. Das ist sicherlich auch eine gute Entgiftung. Beim Intervallfasten geht es darum, das Verdauungssystem zu entlasten, indem man zwischen den einzelnen Mahlzeiten größere Pausen lässt. Sehr bekannt ist hierbei die 16-8-Methode. Das heißt, 8 Stunden am Tag darf gegessen werden und die restlichen 16 Stunden wird gefastet. Das wirkt sich positiv auf den Stoffwechsel aus und außerdem werden Entgiftungsprozesse angeregt. Unterstützen kann man das Ganze mit Tees und bestimmten Wirkstoffen, die dem Körper dabei helfen, die unerwünschten Stoffe aus dem Körper auszuleiten. Aber und ganz zuvorderst, das ganze Jahr über seine Nährstofflage im Auge hat. Und ja, früher war ich eher so, dass ich dachte, Nahrungsergänzung, das ist eher, tut mir nicht so gut und da will ich auch nicht so viel von nehmen. Heute habe ich eher gelernt, dass das daran lag, dass vieles an Nahrungsergänzung eben Zusatzstoffe in sich trägt, die ich nie vertragen habe. Dass es da Riesenunterschiede gibt in der Qualität, in der Bioaktivität, in der Natürlichkeit. Und ich würde heute sagen, wenn es gelingt, ein Produkt einzunehmen, was sehr harmonisch, natürlich ist und rein und gut ausgewogen ist, dann und so eine spezielle Multimischung quasi oder Multimischungen, das wäre ideal. Das ist das, was ich quasi jetzt hier entwickle und baue für mich. Ja. Weil es schwierig ist, 20, 30, 40 Gläser am Tag aufzumachen und damit jeden Tag sich so ein bisschen zu versorgen. Aber das wäre sehr, sehr wichtig. Dann ganz klar sind natürlich Entgiftungsblockaden, auf die zu achten, dass man die nicht hat und dass man die durchbricht. Also die können auch im Kopf sitzen. Das sind übrigens auch absolut psychisch-seelische Themen, die quasi eigentlich so eine Vergiftung anziehen. Also muss ich nur mal fragen, warum Leute so gerne Koffein, Nikotin, Alkohol und andere Themen einnehmen. Das hat ja einen Grund, das ist ja auf einer nicht nur körperlichen Ebene, sondern psychisch-seelisch zu suchen. Absolut. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und daraus entstehen ja ganz starke Blockaden in der Entgiftung. Ja. Oder Einschränkungen der Entgiftungskapazität. Oder das Handy den ganzen Tag am Ohr und solche Sachen. Das sind alles Stressfaktoren, die eigentlich uns einschränken, um solche Dinge loszuwerden. Ja, also ich würde sagen, auf der Ebene einfach auch insgesamt achtsamer werden. Total. Und einfach keine industriell verarbeiteten Lebensmittel, wenig Fleisch, wenn überhaupt. Ja. Also die ganzen Proteine, tierische Fette, tierische Proteine einschränken. Ja. Nur reine Lebensmittel kaufen, Pflanzenschutzmittel meiden, nur Bio kaufen. Auch darauf achten, welche Luft man einatmet und dann auch darauf achten, dass man mal in die Natur kommt. Bewegung hat, Bewegung ist extrem wichtig. Es muss nicht unbedingt Sport sein, aber Kreislauf in Schwung.
Ja, dann jetzt passend zu dem Thema als abschließende Frage, die stelle ich all meinen Podcast-Gästen. Hast du etwas, was du vielleicht auf einer täglichen Ebene, muss aber nichts auf einer täglichen Ebene sein, hast du sowas wie ein Ritual oder Rituale, die du versuchst in deinen Alltag zu integrieren, einfach um mehr Ruhe und ein besseres Körpergefühl Also ich, ja, ich hätte natürlich jetzt mindestens 50 Sachen, die ich nennen könnte, die ich eigentlich gern machen würde. Die ich natürlich überhaupt nicht schaffe, so typisch für mich, weil ich eigentlich wahrscheinlich viel zu viel arbeite. Das ist meine Leidenschaft und dann bleibt für vieles wenig Zeit. Das soll jetzt keine Ausrede sein, ich sehe das eher als Schwäche. Aber was ich mitgeben würde vielleicht, was mir extrem gut tut, ist ganz klar Meditation. Also wenn ich es schaffe, regelmäßig zu meditieren, das ist ein echter Gamechanger für mich. Das zweite ist mein Ritual mit dem Grüntee. Das würde ich auch sehr vielen Menschen empfehlen, die sich dafür interessieren. Es gibt verschiedene Grüntees. Ich beschreibe das ja so auf meiner Webseite darüber sehr viel. Aber empfehle eine bestimmte Grünteeart eher morgens, eine mittags, eine nachmittags. Und meine Beobachtung ist, dass das den Körper stärkt auf Dauer, also wirklich nach oben fährt, auch energetisiert, ein bisschen wacher macht, zum Beispiel Stichwort Entgiftung beiträgt und viele andere positive Nebenwirkungen hat. Also für ein sehr gutes Lebensgefühl eigentlich sorgt. Und auch auf der geistigen Ebene was mit einem macht, wie wir von dem Stichwort Jado, habe ich vorhin erwähnt, der Weg des Tees. Den gibt es also nicht einfach nur so erfunden. Ich habe den selber, irgendwann hat er mich selber gepackt. Der Weg, das ist ein Tee, ist eine Sache, es liegt nicht allen Menschen gleich, aber das ist eine schöne Sache, mit der man sich beschäftigen kann, die einem sehr, sehr gut tut. Das sind so die zwei Sachen, die ich jetzt zuvorderst. Und klar, ich nehme jede Menge Nahrungsergänzung selbst, aber wirklich sehr, sehr, sehr bewusst und sehr ausgesucht und möglichst so natürlich wie möglich. Und kann sagen, das hat bei mir einen Riesenunterschied gemacht. Mhm. Aber ansonsten wirklich nahelegen, glaube ich, sind für mich die Gedanken. Also achte auf meine Gedanken, was ich sage, was ich denke, weil das werden wir, was wir denken. Ja. Und auch wir werden auch, was wir essen, deswegen ist das Gleiche. Ja. Vielen, vielen Dank für das schöne Interview. Gerne. Für deine Zeit. Ich hoffe sehr, dass wir euch einen kleinen Einblick in die Welt der Nährstoffe geben konnten. Es ist sicher ein sehr komplexes Thema und ich stehe natürlich jederzeit zu eurer Verfügung, wenn ihr Fragen haben solltet. Ihr könnt mir gerne eine Mail an katharina@soulfood-podcast.com schicken und jetzt wünsche ich euch allen einen wundervollen Start in die neue Woche.